Hallo liebe Fische, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Februar bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar befindet sich der Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den anderen Videos auf meinem Kanal und der Link zur Übersicht aller Tarotkarten, wo du all die Karten, die ich hier einsetze, finden kannst. Heute arbeite ich mit den Osho Zen Tarotkarten, sind ein bisschen schonungslos. Ich bin gespannt, was deine Message sein wird, Fische. Außerdem ist deine Jahreslegung auch schon draußen? Du findest sie unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Ja? In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Fische, intuitiv habe ich das Gefühl, dass du im Februar dich sehr, sehr, sehr leicht fühlen wirst, ja, also es gibt so Phasen, wo Menschen eine gewisse Last tragen und eine Last mit sich herumtragen, aber du wirst das im Februar nicht spüren, du wirst das im Februar nicht spüren. Es ist nicht, weil du keine Last hast, wir haben alle eine Last, aber du spürst es irgendwie nicht. Es ist irgendwie so, wie wenn du vor einiger Zeit neue Prioritäten gesetzt hast in deinem Leben und jetzt fängt es an zu wirken. Ja? Ich meine, ich könnte ja heute sagen, so ab jetzt ist meine Freizeit mir sehr wichtig, ja? Aber die Umsetzung dauert dann, oder? Ich muss dann beim Job schauen zum Beispiel, dass ich mein Pensum verringere und dann muss ich mir Hobbys suchen und also kann ich mir Hobbys suchen oder irgendwie Freizeitbeschäftigungen und bis das mal realisiert ist, diese Priorisierung der Freizeit zum Beispiel, dauert es noch ein bisschen. Ich glaube, dass du vor einiger Zeit Entscheidungen getroffen hast, die jetzt im Februar wirken und die dich eben so leicht machen. Ja? Richtige Entscheidungen getroffen, sehr schön. Schauen wir doch mal, was die Karten sagen werden. Eine Karte bitte für Fische im Februar 2021. Vollendung. Vollendung. 21. Karte hier, die Weltkarte. Ich hole rasch das Begleitbuch hervor. Begleitbuch. Ich hole rasch das Begleitbuch hervor und die Tarotkarte 21 hier, okay? 21. Karte hier, Vollendung. Das ist der Moment, wo du den letzten Puzzleteil tack, einfügst, ja, diese Erleichterung, die du fühlst, ja. Hier haben wir diese Leichtigkeit, alles abgeworfen, keine Ballast. Und kein Ballast und die Figur hier auf der Weltkarte gilt als tänzelnde Figur. Man geht hier tänzelnd voran mit zwei Stäben in der Hand, mit neuen Plänen. Ja, das sind zwei Stäbe und mit einem Blick zurück. Ja, gut habe ich das getan, sagt man sich selbst. Und ich habe es jetzt nicht auf Aufnahme, aber es ist hier tatsächlich direkt hinter dieser Karte lag im Stapel die Nahkarte. Und das ist das, was jetzt als nächstes auf dich zukommt. Ja? Ich meine, das hier ist dein Modus momentan. Leicht, ohne Ballast. Ich habe vorhin gesagt, wir tragen alle eine Last mit uns, ja, einen Rucksack. Du hast da nur ein Beutel, da passt nicht mal mein Portemonnaie rein. Ja, du nimmst da nichts mit. Es ist eine Ballast, die du abwirfst. Ja, im Februar. Nicht, dass du abwirfst, du hast es schon abgeworfen, aber im Februar spürst du diese Entlastung. Okay? Die letzte Karte hier, die Vollendung, und das hier ist dann die erste Karte im Tarot, danach. Okay? Schauen wir mal, was im Begleitbuch steht. Vollendung. Das ist der Weg des Zen, die Dinge nicht ganz bis zur Vollendung auszusprechen. Das muss verstanden werden. Es ist eine ganz wichtige Methode.
Wenn man nicht alles ausspricht, gibt man dem Zuhörer die Gelegenheit, es zu vollenden. Alle Antworten sind unvollständig. Der Meister hat dir nur die Richtung gewiesen. Wenn du an die Grenze kommst, weißt du, was noch offen bleibt. Wer jedoch versucht, Zen intellektuell zu verstehen, wird scheitern. Es ist nicht die Antwort auf die Frage, sondern mehr als eine Antwort. Zen weist auf die Wirklichkeit hin. Die Buddha-Natur ist nicht weit entfernt. Dein eigenes Bewusstsein ist Buddha-Natur. Und dein Bewusstsein ist Zeuge der Dinge, aus denen die Welt besteht. Die Welt wird untergehen, aber der Spiegel bleibt und wird nichts widerspiegeln. Hier findet das letzte Stück des Puzzlespiels seinen Platz, die Stelle des dritten Auges, der inneren Wahrnehmung. Selbst im Strom des Lebens, der sich ewig wandelt, gibt es Augenblicke, in denen wir Vollendung erreichen. In diesen Momenten sind wir in der Lage, das ganze Bild zu sehen, das aus all den kleinen Teilen besteht, die unsere Aufmerksamkeit so lange beansprucht haben. Am Schluss können wir entweder verzweifelt sein, weil wir nicht wollen, dass etwas zu Ende geht, oder wir können dankbar sein und die Tatsache akzeptieren, dass alles im Leben ein Ende hat und einen neuen Anfang. Was immer deine Zeit und Energie in letzter Zeit beansprucht hat, geht jetzt zu Ende. Wenn du es vollendest, schaffst du Raum für einen neuen Anfang. Nutze diese Zeit, um beides zu feiern. Das Ende des Alten und den Beginn von etwas Neuem. Und du Fische, du feierst. Du feierst. Auf beiden Karten tänzelnd, sorglos, leicht. Okay? Ein sehr schönes Gefühl. Ein sehr schönes Gefühl. Schauen wir mal, was die Tarotkarten jetzt hier konkret sagen werden. Fische im Februar 2021, bitte. Fische im Februar 2021, bitte. Und es ist halt dein Geburtstagsmonat, ja? Und eigentlich leben die Menschen nicht vom 1. Januar bis 31. Ja, also leben. Die Lebensphasen gehen nicht bei allen vom 1. Januar bis 31. Dezember. Ja, nicht für jeden ist Jahresstart am 1. Januar. Eigentlich sollte man das wie bei Geschäften machen. Ja, wenn man ein Geschäft eröffnet, muss man dem Steueramt einen Jahreszyklus angeben. Man muss dem Steueramt sagen, ab wann das Geschäftsjahr beginnt, und dann kann man irgendein Datum nehmen, das im Jahr liegt. Und das sollte eigentlich auch bei Menschen gemacht werden, weil eigentlich finden unsere Jahreszyklen von Geburtstag zu Geburtstag statt. Ja? Und deswegen wundert es mich nicht, dass du im Februar einen Jahreszyklus beendest und in einen neuen startest. Ja? Für März und April wird das dann bei Wiederkommen, im Mai wird das dann vor allem bei Stieren kommen, ja, diese Weltkarte, der Abschluss. Die Teufelskarte. Als Start, ja, vielen Dank. Alles andere als ballastfrei, ja. Der Teufel. Es ist Fische, es ist wie wenn du. Oh, okay. Was auch immer das ist, was da abgeschlossen wird, Fische, es kam dir ein bisschen vor, wie wenn dein Leben davon abhängen würde. Entweder wird das jetzt passieren, entweder leite ich das jetzt ein und komme jetzt an diesen Punkt, oder ich will gar nicht wissen, was passieren wird. Ja. Es war für dich also alles außerhalb von dem, was du da geschafft hast, wäre Hölle für dich gewesen. Okay. Und es ist der Blick hin zurück zur Hölle, beziehungsweise der Alternative, ja, dass es hätte Hölle sein können. Der Blick auf das ist das, was dir so viel Leichtigkeit gibt. Okay. Hoppala, Ast der Stäbe. Da warten einige von euch heißen Sex. Ja, das hier ist der Phallus und das hier steht für das Sündige.
Okay. Es würde mich auch gar nicht wundern, wenn euer Sexleben eine bestimmte Frische bekommt, was Neues dazu kommt, ja, weil ihr seid momentan sehr offen für das Neue. Okay? Und Fische, so wie es aussieht, musstest du eine ganz andere Lebensweise planen und umsetzen, um der Hölle zu entkommen, sozusagen. Es ging auf keinen Fall so weiter, wie es bisher lief. Du musstest einen ganz anderen Weg einschlagen. Und da warst du an einem Punkt, wo du gesagt hast, entweder klappt das jetzt, entweder schaffe ich das oder Hölle. Ja. Vier der Kelche. Das Coole an dem Weg, den du hier eingeschlagen hast, ist, dass es etwas ist, das du wirklich gerne tust, wirklich gerne auslebst. Etwas, wo du nicht mehr mit einer zweiten Chance gerechnet hast. Okay? Page der Schwerter. Ich habe bei Fische immer wieder so diese Energie von Menschen drin, die dein Voranschreiten nicht sehen wollen, Fische. Ich habe das immer wieder. Falls du an das böse Auge glaubst, dann kauf dir irgendwas, wo böse Augen abgebildet sind, dieses Evil Eye da abgebildet ist, ja. Versuche deine Aura zu schützen. Da gibt es dann auch Sprays zum Beispiel, die helfen sollen. Kannst mal googeln. Aura-Spray oder so. Fische, es gibt Menschen um dich herum, die das beobachten und glauben, dass du Erfolg vorspielst. Diese Menschen denken, die Nachrichten, die ich bekomme, sind mir suspekt. Ich glaube, es sieht nicht so gut aus, wie Fische tut. Vor allem auf Facebook beobachten diese Menschen. Zehn der Kelche. Okay, ich finde das jetzt ein bisschen anmaßend hier, aber Fische, die Menschen um dich herum sagen, also es gibt Menschen um dich herum, die sagen, das tun nicht alle, es gibt Menschen um dich herum, die sagen, dass du nicht weißt, was du willst. Du weißt nicht, was du willst und du verfolgst da etwas, das dich nicht erfüllen wird. Es ist interessant, dass genau jetzt Gelaber von der Gesellschaft kommt, da du dich so leicht fühlst. Dir ist das sowas von wurscht. Königin der Kelche, du sagst regelrecht, wer bist du, dass du mir sagst, was mein Herz will? Ich bin die Königin der Kelche im Tarot. Also, und ich habe hier Page der Schwerter liegen. Das ist ein Mensch oder mehrere Menschen in deinem Umfeld, die aus ihrer Perspektive heraus das Glück definieren, und zwar aus Schwertperspektive heraus. Herzensglück wird im Tarot mit Kelchen dargestellt, mit nichts anderem. Stäbe sind Sex, sind Leidenschaft. Schwerter sind Dokumente, Unterschriften, Wörter. Münzen sind Essen, Dach, solche Dinge. Dach über dem Kopf. Aber Herzenswünsche werden einzig durch Kelche dargestellt und die Fischefrau, der Fischemann, die sind Königin und König der Kelche im Tarot. Und das, was dieser Mensch hier tut, Fische, ist
ziemlich anmaßend. Ich würde ja, oder wenn da jetzt ein König oder Königin der Schwerter wäre, würde ich zumindest sagen, du Fische, dieser Mensch scheint diesen Weg, den du gehst, vorher gegangen zu sein und hat da Erfahrungen gesammelt und möchte dich warnen oder ähnliches. Aber nein, das ist ein Page der Schwerter. Das hier ist noch ein Baby, würde mich nicht wundern, wenn da drunter noch eine Windel wäre. Und mach dich drauf gefasst, Fische, dass hier Menschen, die keine Ahnung vom Leben haben, dich fragen werden, hey Fische, bist du dir wirklich sicher? Willst du diesen Weg wirklich gehen? Ich bin froh, dass du diese Leichtigkeit hast, Fische, sonst würdest du, denke ich, ziemlich aneinander geraten mit diesen Menschen. Ja, vor allem mit dieser Energie hier. Vor allem mit dieser Energie. Und jetzt auch gerade mit der Teufelskarte hier, du siehst diese Verkettung da, wenn du diesen Start hier machst, nicht machst, du gehst bereits diesen Weg, du gehst einen alternativen Weg, einen anderen Weg. Wenn man zum Beispiel Arzt werden möchte, dann muss man sich darauf vorbereiten, dass man dann als Arzt wahrgenommen wird. Dass man dann anders auftritt, dass man einen anderen Status hat, auch bei Freundschaften, in der Familie etc. etc. Wenn man sagt, ich möchte ab jetzt Weltenbummler werden, ja, um die Welt reisen und online mein Geld verdienen, dann muss man sich auch darauf einstellen, dass man so aufgenommen wird von der Gesellschaft, von Freunden, von Familie. Weltenbummler heißt nicht nur Trali, Trala, es gehören dann auch gewisse Bemerkungen dazu, die man sich anhören muss. Als Arzt, als Weltenbummler, als Polizist oder als was auch immer du hier am Werden bist, was auch immer du jetzt vollendet hast und jetzt es in Action tritt, du musst dich mit dieser neuen Persona, die du jetzt darstellst, Fische, anfreunden. Ja? Vorher als Banker musstest du dir diese Kritiken anhören und jetzt, da du Weltenbummler werden möchtest, musst du dich auf andere Bemerkungen gefasst machen. Okay? Und das ist auch Teil der Verabschiedung vom alten Ich da. Okay? Fische. Ich ziehe hier zwei weitere rein, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Bei jenen, wo es sich hier um eine Liebeskonstellation handelt, werde ich diese Karten hier fragen, was die weibliche Seite noch nicht über die männliche Seite weiß und was die männliche Seite noch nicht über die weibliche Seite weiß. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye bye!